Pedro Sánchez. Im Juni 2018 übernahm er das Amt des Ministerpräsidenten in Spanien. Nach nur 8,5 Monaten setzt er für Ende April Neuwahlen an. Der Grund: Das Parlament stimmt gegen den Haushaltsentwurf der Minderheitsregierung. Es gibt zwei Optionen: Nichts tun und ohne Budget weitermachen oder Wahlen anberaumen und den Spaniern die Wahl lassen. Ich entscheide mich für die zweite Option. Elijo la segunda. Die Sozialistische Arbeiterpartei von Sánchez wird bei der Parlamentswahl stärkste Kraft, verpasst die absolute Mehrheit aber deutlich. Sánchez ist auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Allen voran hofft er auf eine Einigung mit dem linksalternativen Bündnis Unidas Podemos um Pablo Iglesias. Doch die Regierungsbildung scheitert. Zu groß sind die Meinungsverschiedenheiten im zersplitterten Parteienspektrum. Also werden erneut Parlamentswahlen ausgerufen, die vierten innerhalb von 4 Jahren. Wie können die Wähler überzeugt werden? Wichtigstes Thema im Wahlkampf ist die Katalonien-Krise. Die Verhängung langer Haftstrafen gegen 9 Separatistenführer durch das oberste Gericht sorgte für neue Spannungen. Ob die politische Blockade im Land durch die Neuwahlen gelöst werden kann, bleibt fraglich.